Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, The Last of Us Part 2. Wir sind gerade hier im Theater unterwegs und haben Strom gemacht. Ne? Projector Room. Na, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier was finden. Oder herausfinden. Ne? Hier. Schlüssel! Was ist das? Schlüssel. Okay. Dafür müssen wir jetzt den Strom anstellen. Für Schlüssel. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, du hast sie gefunden. Ich gehe da mal zurück. Wieso ist hier die Tür zu? Warum ist hier die Tür zu? Ich meine, wir haben jetzt hier Licht, aber. Hier ist nichts, ne? Okay. Ich wollte schon sagen. Ich hoffe, sie ist da unten noch in Ordnung. Warte, war hier was? Nein. Sah nur so aus. Aus den Augenwinkeln. Okay. Dann wollen wir mal zurück. Wir haben zwar Schlüssel gefunden, aber hey, die können wir bestimmt später gebrauchen. Alles gut? Okay, sie schläft. Braucht sie aber auch. Aha! Ich glaube, ich weiß nicht, wofür wir die Schlüssel brauchen. Der hat ja abgeschlossen, hä? Ja, er hat abgeschlossen. Okay. Okay, das klingt gut. Klingt zumindest besser als oh shit. Ja. Ist halt Theater, Joel, ne? du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Ah, das ist ein Kino und kein Theater. Okay. Noch besser. Und ja, er würde es lieben. Hat ja damals auch Filme geguckt. Hier ist die Leinwand. Oh, es ist doch nur Theater. Gruselig. Doch nur Theater, hm? Niemals. Hm? Noch eine Gitarre. Okay. Ist auch diese gestimmt? Für wen wirst du jetzt spielen? Ja, die ist natürlich ein bisschen eingestaubt. Das kann man, ja. Nö, das kann man nicht vermeiden. Na? Ja, sie ist natürlich nicht gestimmt. Bisschen nachzuhören. Aha. Na komm. Ja. Ist das ein Ellie-Song? Nicht. Kommt der mir bekannt vor, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kenne ja eigentlich auch nicht alle, ne? Ach, das war das. Das, was er am Anfang des Spiels gespielt hat. Ah, okay. Okay. Ja. Natürlich ist sie halt immer noch in dieser Trauerphase. Verständlich. Er hat jetzt schließlich einen großen Teil ihres Lebens ausgemacht. Ah, eine Rückblende. 3 Jahre zuvor. Okay. Ah. Ich bin schlecht. Nein. Hier muss erst mal Hornhaut wachsen. Das ist alles. Ja. Okay, na los. Was ist das? Ja? Oh, shit. Oh. Spiel. Ich Pluspunkte. rate jetzt mal. Pluspunkte. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Nein. Keine Ahnung. Ist es
Ein Dinosaurier? Nein. Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Och Mann, das ist so ärgerlich. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Ja, klar. Ja. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ja. Ich weiß nicht wieso. Es heißt einfach Wurf. Okay. Können wir schwimmen? Sei vorsichtig. Alles gut. Bitte nicht reinfallen. Ups. Ah! Sie kann schwimmen. Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ja. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Oh. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Okay. Ja, lach nur, alter Mann. Du wirst schon sehen. Hier geht's lang. Okay. Du bist mies. Oh. Du schwimmst schon besser. Ja. Denk dran, nicht rumpuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ja. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Okay. Ja. Oh. Ja. Nicht wieder reinschmeißen. Sieht aus wie... Okay. Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja. Oh Mann, das ist so lustig. Wir sowieso hier durchschwimmen. Okay. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Okay. Na, wenigstens kann sie jetzt schwimmen. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, okay. Ich kann das. Okay. Na, wenigstens baden jetzt eine Weile. Ich meine, schadet ja nicht mal ein bisschen Erfrischung, ne? Ein bisschen den Schweiß abwaschen. Auch wenn alles nass ist. Hätten die Rucksäcke nicht beim Pferd lassen können oder so? Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Nein. Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Ja. Wir mussten oft nachsehen. Tja. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ihr. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Mhm. Trotzdem. Oh. Ach, okay, gut. Wieder ein Tauchgang. Das soll jetzt quasi das sein, dass wir halt loslassen sollen. Wir sollen uns halt nicht ärgern lassen, auch wenn jemand fies ist. Ja, die haben Joel getötet und wir sollen aber trotzdem loslassen, weil wir sollen uns halt nicht ärgern lassen. Das ist halt eine Pointe. Ein neues Paar Turnschuhe? Dann müssten wir nicht hin. Wie viel hast du eigentlich davon? Nicht genug. Ja, natürlich. Die Karte. Hilfst du mir raus oder muss ich selber raus? Hier. Oh, danke. Aber es ist cool, dass sie das mit eingebaut haben, auch wenn es ein bisschen mies ist, aber auch cool. Ach scheiße, genug geraten. Oh, ja. Gut. Weil aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Genug geraten. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Okay. Ich glaube das nicht, dass es ist. Es ist was anderes, sonst müsste uns ja nicht herführen. Es muss was sein, was sich nicht so leicht bewegen lässt. Weil sonst hätte es mitbringen können. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Ja. Das ist er. Mhm. Joel! Überraschung. Ach, ja. Du Scheiße. Es ist ein Dino. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Und sie hat es geraten. Sie hat es erraten. Wow. Können wir hier hoch? Sollen wir wahrscheinlich eher nicht, aber... Und das ist das Museum dazu, ne? Voll die schöne Erinnerung mit ihm.
Ja, ich hab doch gewusst, es muss etwas sein, was er nicht zu ihr bringen kann. Und so ein Museum kann man ja wohl schlecht zu einem bringen. Wyoming Museum, da muss man halt in, ne? Naturkunde und Geschichte. Okay. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig okay. gedacht. Definitiv. Okay, nur noch mal zum Vorlesen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Das ist natürlich was anderes, ne? Was ist das? Ein Buch? Eine Karte? Ein Dinosaurierbuch. Ja. Okay. Schon gut. Das ist was zum Reinblättern, während man das Museum erkundet. Also das finde ich tatsächlich sogar nice als Idee. Das, wie gesagt, das wertet das Spiel total auf. Krieg den Hut. Oh Mann. Setz ihn auf. Oder Lies setz ihn mal? Joel auf. Nicht. Oh. Dein Pech. Wow. Das musste sein. Es ist halt ein Indiana Jones Hut. Ne? Ich bin Indiana Jones Fan. Yes. Okay. Aber ich mag Dinos auch. Wow, hat der aber Krallen. Ja. Das hatte. Ist ein Velociraptor. Okay. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Okay. Ja. Zumindest hießen die so in diesem Film damals. Okay. Lass mich raten, Jurassic Park? Ich habe gehört, der soll nicht ganz detailgetreu sein. Nein, Scherz, ich weiß es nicht. Ist nicht so meine Filmreihe, obwohl ich ein paar davon auf DVD habe. Hui! Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Ein bisschen rumspielen. Ja. Kapiert? Du bist alt. Oh, ja. Schon klar. Okay. Er ist alt. Mhm. Oh, das ist so eine tolle Erinnerung. Das Einzige, was sie mir vermisst, ist die Tatsache, dass er halt schon tot ist. Dass er jetzt gestorben ist. Das ist aber ne, ansonsten ist das halt richtig gut gemacht. Ohne wäre mir das lieber, aber... Na gut, wir hatten auch eine Erinnerung an ihre Freundin aus dem DLC, ne? Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, die kriegen als Schwarm an. Okay. Da steht sogar. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. Aha. War aber nicht so gut. Okay, hier steht's nicht mehr dabei. Ich habe gedacht, vielleicht kann man es auch hier lesen. Der zweite Teil war also nicht so gut wie der erste Teil. Ach, wirklich? Ernsthaft? Lass mich raten. Jurassic Park oder Jurassic World? Triceratops alias Winnie. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Ja. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Die waren Pflanzenfresser. Was haben wir hier? Ein Stegosaurus. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Ja. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Ja, das war echt gut gekontert. Ein Brachiosaurus. Ah ja. Wo habe ich hier das Fragezeichen? Oder die Lupe? Ach komm. Hierzu muss es doch auch eine geben. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Ja. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Dimetrodon. Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Ja. Was ist ein Spitzenpredator? Keine Ahnung. Allergrasseste Predator. Dafür ist er aber klein. Ja. Warte, meinst du etwa mich? Ja. Da oben haben wir auch noch was. Aber die Geflügelten können wir halt natürlich nicht. Was haben wir da? Ah. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Ja. Das ist ein Hutosaurier. Nehmen wir uns wieder mit, ne? Ich will den Hut behalten. Was haben wir hier?
Okay, ich lasse sie vorlesen. Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Aber waren die Hühner nicht später? Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Ja, vor allem, weil die Hühner erst später existiert haben. Ach hier, Brachiosaurus. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Das ist das, was dir dazu einfällt? Die Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Ich will den Film jetzt wissen. Du sollst sagen, dass es Jurassic Park oder Jurassic World ist. Bitte. Velociraptor. Ja. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Ja. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Tja. Der im Eingang war doch ein anderer, ha? Okay. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Ja. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Okay. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Ja, bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Okay. Peng von wegen Foto geschossen, ne? Was haben wir hier? Wow, der sieht wie ein Vogel aus. Okay. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Ah ja. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus okay. Filmen. Geh weiter. Aus Filmen. Was haben wir hier? Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Ja. Komm, wir nehmen die wieder mit. Wir wollen ja noch ein paar sehen mit Hut, ne? Gut, dann will ich noch mal kurz da hinten hingehen, bevor ich jetzt hier hochgehe. Okay, dürfen wir rennen oder nicht? Ein bisschen dürfen wir rennen. Den Vogel haben wir aber auch nicht betrachtet. Also, ne, das gibt ein paar Punkte Abzug. Dass da nicht irgendwie... Ah, eine Karte. Nighthawk. Oh, cool. Was hast du da? Eine Karte. Diese Superheldenkarten waren wohl beliebt. The Nighthawk. Ich glaube, Sarah mochte die eine Zeit lang. Okay. Oder waren es diese kleinen Viecher? Vergessen. Okay. Also redet er jetzt öfter von seiner Tochter? Echter Name Jerry Lavelle, Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Als ein frisch gewachsener Rekrut der Luftwaffe in ein Gefecht zwischen Spark, Aerobots und der Society of Champions geriet, rettete seine Schlagfertigkeit den Tag. Seine Arme und Beine wurden im Kampf verletzt, sodass Dr. Stem ein Set aus Energieflügeln für seine Arme und Energieklingen für seine Beine erschuf. Damit konnte er sowohl das Land als auch den Himmel in absurder Geschwindigkeit überqueren. Zusammen mit seinem treuen Windhund Ezio durchkämmt dieses Kleinstadtkind bekannt als The Nighthawk, die Welt nach Bösewichten immer bereit, sich wieder in Action zu stürzen. Okay. Interessant. Ezio. Auditore da Firenze. Muss nicht sein, aber kann, ja, ne? Bisschen. Oh. Einmal kurz. Yes. Okay. Cool. Cool, cool. Ah, hier haben wir nichts mehr, ne? Ah, okay. Können wir? Wir können. Dann gehen wir mal nach oben. Nee, das finde ich richtig cool als so Szene. Das gefällt mir wieder. Das erinnert mich so ein bisschen an den ersten Teil. Ich meine, es ist ja auch aufgebaut wie der erste Teil, aber... Doch, doch. Das ist, ja. Schade, ne? Das ist richtig, richtig... Gute Frage. Ja, Sarah liebt die Musik. Okay. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Okay. Das ist interessant. Was haben wir denn hier? Wieder ein Hutmoment? Oder auch nicht. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja. Hey. Okay. Da kommen wir nicht mehr ran. Der Hut ist futsch. Sag ich doch. Der Hut ist futsch.
Ich wollte ihn behalten. Das ist mein Hut. Aber ist auch irgendwie cool. Dass er den Hut-Trend jetzt fortsetzt. Wo kommen wir jetzt hin? Zu den Sternen? Das wäre natürlich auch was. Ich will unbedingt die Sterne sehen. Away through the stars. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Es gefällt mir. Sei bloß still. Okay. Ja, haben sie schon rausgenommen hier. Der Pluto, der ja jetzt im Mond ist. Okay. Hey Joe, rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Der Affe. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Was? Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Okay, danke. Das wusste ich auch nicht. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Okay. Okay, die anderen können wir nicht. Doch, hier. Was ist das? Wow. Okay, ein Wow. Ja? Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Okay. Das ist interessant. Aber warte, wir haben... Sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Tja, das ist natürlich aussagekräftig. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Aha. Und Armstrong? Was ist mit Louis Armstrong? Wie viele hast du darüber gelesen? Ein paar. Oh, kann das beantworten? Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Er gehört dazu, ne? Relativ betrachtet schon. Ich meine, ich glaube, ich habe ein neues Gespräch angefangen. Nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Mhm. Das ist tollkühn. Okay. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. Ich hätte mal nicht so leicht so schnell losgehen sollen, ha? Hey Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Hinter dir. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater. Vater, Venus, erklärt Erde. Genau. Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool. Mhm. Aber Pluto gehört nicht mal als Planet dazu. Wow, das ist richtig cool. Okay. Da hätten sie auch gestanden, ne? Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und dann kommt der Pluto, der kein Planet mehr ist. Was haben wir hier? Weißt du, wie oft wir auf den Mond waren? Nein. Zweimal. Sechsmal. Okay. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Mit mir wären sieben. Ich glaube nicht, dass du auf den Mond kommst, aber gut. Einmal kurz fürs Tagebuch. Ja. Das tragen wir nachträglich aus Erinnerung noch was ins Tagebuch ein. Das ist irgendwie weird. Was haben wir hier noch? Noch ein paar sind interessante Sachen. Vielleicht will sie ja hier Satelliten. Okay. Noch was zu sagen? Hier, dazu will sie was sagen. Ich kurz... So. Komm. Aha. Einmal draufsetzen. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Aha. Ha. Moment. Ja. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Das bezweifle ich auch. Dann gucken wir mal hier weiter. Ah, da können wir wieder zu den Dinosauriern gucken, ha? Was haben wir hier? So eine Kapsel, ne? Wow. Hier. Früher durfte man das bestimmt nicht.
Aber heute ist das wohl erlaubt. Nicht so schnell, junge Dame. Ja. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. Mhm. Passt der? So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Ich nehm den. Wir brauchen nicht 1000 Helme ausprobieren. Nach dir. Ui. Ja, sie ist ja auch so klein, sie passt ja auch rein, ne? Halt mal bitte meinen Rucksack. Oder auch nicht. Yes. Aha. Was zum Teufel? Hast du auch einen Helm? Warum hast du keinen Helm? Tja, Astronauten brauchen auch eine gute Ausbildung. Mann, kannst du dir das vorstellen? Nein, aber es ist schon richtig cool. Happy Birthday, Kleine. Ah. Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Eine Kassette. Ja. Okay. Bitte nicht kaputt machen. Sie hat so einen kleinen Kassettenrekorder, das stimmt ja. Das heißt, die Musik, die sie später noch gehört hat. Also, die sie gehört hat. Schließ die Augen. Okay. Du wirst es mögen. Oh, er hat schon Pipi in den Augen. Das ist so cool. Okay, es ist das. Mhm. 8. Okay. Wow! 2. 1. Alter, es vibriert! Das Gamepad vibriert dazu! Wow! Also das hatten wir im DLC schon, ne? Da konnte sich das auch schon so gut vorstellen. Aha. Oh, das ist so nice. Das ist alles in ihrer Fantasie. Das ist schon schönes, wenn man sich sowas vorstellen kann, ne? Okay. Das ist sehr cool. Ich hoffe, er lässt ihn noch ein bisschen. Ja. Wuhu. Das war sehr cool. War das okay? Ja, absolut. Willst du mich verarschen? Das war sehr cool. Gern geschehen. Oh, das ist so süß. Und das ist der Grund, warum Leute Abby hassen. Ich hasse, also Hass ist immer so schwer gesagt, aber sehen wir uns noch ein bisschen um. Absolut. Aber wenn man jetzt so Joel betrachtet, ne, kann man nicht glauben, ne, ich meine, er hat ja auch böse Dinge getan, aber ne, das ist halt der Joel, den wir kennen. Das ist unser Joel und ne, er bedeutet uns halt viel oder er bedeutet Ellie viel, weil er ist ihre Bezugsperson. Er ist die Person, die sie am meisten mag, ne? Ja. Ne, das ist halt oh, schön. Komm, einmal anstecken. Steck ihn an. Uhu. So. Sehr, sehr nice. Ja, er ist hinten dran am Rucksack. Ne, das ist halt das ist so tragisch, weil einerseits können wir ihr nicht böse sein, weil sie wird wohl ihre Begründung haben, also Abby meine ich.
Aber andererseits doch, weil Joel war alles. War die ganze Welt für Ellie, ne? Ich meine, vielleicht hat er jemanden getötet, der die ganze Welt für Abby war. Ne? Ich will nicht so weit gehen, aber ne? Vielleicht war es ja auch eine Person, der ihr sehr nah, achso, er ist es, der ihr sehr nah gestanden hat. Das wissen wir nicht. Ich meine, wir haben so viele Menschen gehabt, die, ne? Okay, er macht auf. Wuhu. Er ist mega stark. Okay. Dankeschön. Oh. Ne, er ist halt auch so. Er war auch anders, aber er ist halt auch so. Mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Okay. Dann los. Und wie genau willst du da hinkommen? Spring. Ellie? Oh Gott! Warum musst du immer auf mir rumhacken? Was? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Oh, ich komme nicht mehr hoch, also. Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Ja. Geronimo! Ja, Geronimo! Toll. Ja. Hier sind Tiere. Also quasi das Naturcenter. Steht doch da. Ach komm. Ich hoffe, es ist, hier ist auch sicher. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach Ach die komm. Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Ja, komm, sei kein Spielverderber. Okay, cool. Ich hoffe, da drin ist es auch sicher. Okay. Es wäre echt scheiße, wenn da jetzt irgendwelche Viecher drin sind. Aber wir können das erste Mal sehen, wie es ist, wenn sie die Tür aufmacht. Hui. Au. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Okay. Ich gehe außen rum. Ja. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Ja, Hier gibt's absolut. Dinosaurier. Naturkundezentrum. Hier gibt's andere Dinge außer Natur, außer Dinosaurier, sondern Tiere. Natur. I killed for them. Okay. Oh, alles Gute, Kumpel. Ich habe für sie getötet. Für wen? Das Bison? Hier gibt's keinen Nachtrag. Und hier haben wir das Bighorn. Okay. Widder? Sieht aus wie ein Wilder. Widder. Ich habe für sie getötet, ja. Der braucht eine Umarmung. Ja, der braucht definitiv eine Umarmung. Es ist dunkel hier. Ja. Sehe ich. Die vier Soldaten am Tor, der letzte hat geweint. Okay. Also er hat die vier Soldaten am Tor getötet. Hier sind ganz viele Vögel. Die Frau, die wir gefoltert haben, sie ist an ihrem eigenen Blut erstickt. Okay. Okay, wir haben eine Waffe, das ist schon mal nicht gut. Wir kriegen Sachen, das ist gar nicht gut. Okay. Hier war doch noch irgendwo was, ne? Hier. Die Versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben, sie wollten nur etwas zu essen. Aber wenn ihr das doch wisst, warum macht ihr das dann? Ich verstehe das nicht. Komm raus, Arschloch. Nein, komm bitte nicht raus. Das Kind, das in die Explosion gerannt ist, ich konnte es nicht aufhalten. Okay. Soll ich da liegen? Okay, das nehme ich auch noch mit. Da komme ich nicht durch, ne? Okay. Was habe ich hier? Ja, komm. Die Leute im Van, wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. Ah, nee, ey. Warum machst du das dann, wenn es dir doch. Wenn es doch so. Oh, süße Hase. Wenn es doch so widersprüchlich ist. Also,
Ich verstehe das nicht, warum Leute das dann machen. Ich meine... Okay, hier haben wir auch noch was, falls wir was brauchen. Hast du noch was? Ich nehme aber Sachen mit. Man weiß ja nie. Ist er das? Okay, noch ein paar Schuss. Ich meine, in der Zukunft werden wir die wohl nicht haben, aber man weiß ja nie. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagte unser Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen würde wieder etwas in mir entfachen. Einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch, vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich noch nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Eieiei. Okay. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Jetzt kommt die Realität zurück, in der wir leben. Dämliche Fake-Viecher. Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass alles hier drin fake ist. Du solltest dich auf was gefasst machen, ne? Oh, nein, 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 nein! Fuck! Oh. Erschreckt mich doch nicht so. Erschreckt mich doch nicht so. Wildschwein. Ein Wildschwein. Oh. Lügner. Okay. Ellie? Ich bin hier. Oh. Oh, er schreibt mich doch nicht auch noch. War nur ein Wildschwein. Was war das denn? Ein Wildschwein. Nur irgendein Tier. Ein Wildschwein. Fireflies. Ja. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Okay. Also können wir uns hier nicht mehr umgucken. Na, schade. Warum haben wir dann Dinge gefunden? Ich meine, vielleicht geht die Erinnerung noch weiter. Ich meine, die sind gut eingebaut. Es ist gar nicht mal so schlecht. Also der Teil, ich meine, das Spiel ist nicht nur scheiße. Ach, Seattle Tag 2, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Das einzige Schlimme ist halt, dass sie Joel umgebracht haben. Dass sie nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ihn hätten am Leben lassen können und wir nur dachten, dass er tot sei oder irgendwie sowas. Du bist eingeschlafen. Ja. Und hast geträumt. Geträumt von dem Tag, an dem du Geburtstag hattest und mit ihnen unterwegs warst. Funkrauschen? Ach, da oben ist ja das Ding, ne? Der Projektorraum. Ja, gut. Willst du deine Jacke nicht mitnehmen? Bisschen üben. Okay. Nee, doch nicht. Ja. Wir sehen besser nach, aber willst du deine Jacke nicht mitnehmen? Ich würde dir an deiner Stelle die Jacke mitnehmen. Könntest du nicht die wenigstens, Nein, will sie nicht. Okay. Wir gehen also ohne Jacke. Diese Jacke werden wir nie wiedersehen. Die wird jetzt auf ewig hier liegen bleiben. Wir suchen uns eine neue Jacke. Ich verstehe. Lass mich raten, sie ist auch nicht mehr da, wo sie sein sollte. Nein, sie schläft natürlich nicht mehr. Sie hat vor uns geschlafen und ist jetzt zum Funkraum. Und guckt jetzt wegen Funk. Okay. Aber bitte keine Gebühren, ja? Danke. Ja, natürlich. Ups. Sie kotzt, weil ihr schlecht ist, weil, ja. Sorry. Hey. Weil sie schwanger ist. Mich gerade. Ziemlich scharf. Oh. Was hast du gemacht? Naja, sie versucht irgendwie Funk, ne? Mhm. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Mhm. Gut. Dieser Kerl, Owen. Mhm. Er wird vermisst. Okay. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Gut möglich. Was ist mit ihr? Ist jetzt nichts.
Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Okay. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Okay. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Mhm. Okay. Hey, das ist doch nicht so gemeint gewesen. Hör mal. Letzte Nacht, das... Tut ihr leid. Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Okay. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Männliche Eindringlinge. Tommy. Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Okay. Warte. Also, wenn das die 7 ist. Ja. Und hier drüben die 12. Mhm. Dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Mhm. Okay. Okay. Dann sind wir noch sehr weit von entfernt, ha? Dann wird das wohl eine Cutscene. Aber ich würde sagen, ich mache das erst im nächsten Part. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ich meine, so ein Spoiler. So ein Cliffhanger ist es ja nicht. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.